Wie kann man die Alzheimer-Krankheit behandeln? Das erste und wichtigste vorweg, und ich werde das sicherlich auch noch ein, zwei Mal wiederholen, ist, Alzheimer ist nicht heilbar. Das heißt, egal was Sie machen, Sie können die Krankheit nicht wie zum Beispiel eine Entzündung mit Bakterien durch ein Antibiotikum wieder komplett verschwinden lassen, dass danach alles ist wie vorher. Das ist leider so, dass die Medizin, ich sage dann immer so salopp, noch in der Steinzeit. Wir denken, wir können in der Medizin so wahnsinnig vieles machen, aber das können wir zum Beispiel nicht. Wir können die Alzheimer-Krankheit nicht heilen. Was wir aber machen können, ist, und was wir zusammen mit Ihnen als Angehörige machen können, ist eine wirklich liebevolle und respektvolle Behandlung der Patienten oder eben ihrer Angehöriger. Und da geht es eben auch vor allem ganz wichtig darum, dass sie besser durch den Alltag kommen. Also es gibt da das sogenannte Realitätsorientierungstraining, dass die Dinge, die im Alltag stattfinden, gerade die kleinen Wege, die gelaufen werden zum Supermarkt oder zum Schwimmbad oder wie auch immer, dass die so lange wie möglich auch erhalten bleiben können, dass es verschiedene Sicherheitsmechanismen gibt. Da gibt es schon wirklich tolle Sachen über verschiedene Apps oder GPS-Lösungen, dass wenn dann jemand vom Weg abkommt und nicht mehr dahin geht, wo er eigentlich gehen soll, dann kommt eben sozusagen eine Alarmmeldung und dann kann man die Person eben wieder aufsammeln, da wo sie dann ist, ohne dass es dann auch immer so wahnsinnig peinlich für den Angehörigen wird. Aber genauso kann man eben zum Beispiel auch Gruppentherapie machen, Musiktherapie, gemeinsames Kochen, gemeinsames Diskutieren, all das sind Dinge, wo man sich denkt, das sollte eigentlich ganz normal sein, dass wir zusammen in einer Gruppe kommunizieren. Aber das hilft eben den Alzheimer-Patienten auch sehr, einfach zurechtzukommen, sich auch glücklicher zu fühlen. Und das ist ja etwas, wo man auch mal als Arzt ganz ehrlich sein muss, wenn ich eine Erkrankung nicht heilen kann, dann kann ich ja zumindest dafür sorgen, dass es den Menschen, die diese Erkrankung haben, besser geht. Und das ist genau das, was man dann eben auch versucht mit den verschiedenen nicht-medikamentösen Therapien und ansetzen, und Angehörige finden es auch meistens sehr, sehr wertvoll und nehmen das sehr gerne an, dass ihnen geholfen wird, wie sie sich einbringen können. Also wie können sie helfen? Wir müssen ja nicht alles alleine stemmen, aber was können sie eben machen und tun? Die Frage kommt immer wieder, welches Medikament kann ich denn gegen Alzheimer nehmen? Also das ist relativ schwierig. Man kann natürlich sagen, vorbeugend, gesund leben, auf all die Nährstoffe achten, das soll ja vorbeugen, aber wenn die Erkrankung dann ausgebrochen ist, dann ist schwierig. Also dann ein Medikament zu finden, wo man sagt, das ist jetzt perfekt, genau so soll es sein. Da gibt es verschiedene Ansätze, aber da ist jetzt noch keins, das da ist, wo man sagt, perfekt. Also das ist sozusagen die Zauberpille, die macht dann alles wieder gut. Sondern es ist eher so, dass meines Erachtens auch die andere Art der Therapie, also wie man wirklich den Menschen hilft, durchs Leben zu gehen, wesentlich wichtiger ist, als jetzt irgendwelche Pillen, die auf dem Markt sind, zu verschreiben. Die können helfen in unterschiedlichem Maße, das hängt immer vom Patienten ab, aber es gibt jetzt keine, wo man sagt, das ist perfekt, da können wir ran. Also denken Sie dran, wenn Sie jemanden kennen mit Alzheimer, auch offen drüber reden. Auch die Angehörigen brauchen manchmal ein Ohr, um auch einfach mal zu schimpfen und ein bisschen Dampf abzulassen. Man kann viel helfen, gerade wenn, selbst wenn es im entfernten Verwandten- oder Bekanntenkreis ist. Man kann da ganz viel tun. Es sind vor allem diese Routine-Sachen, die am besten helfen. Und das ist ja eine ganz schöne Sache zu wissen, weil wenn man selber mal daran erkranken sollte, möchte man ja auch genauso behandelt werden, wie man heute die anderen Menschen behandelt.